Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Android-Programmierung. Heute geht es mal wieder hier weiter. Und zwar habe ich eine Anfrage bekommen, es geht um Fragmente mal wieder. Okay, Fragmente kennen wir eigentlich schon. Was ist da jetzt noch besonders irgendwie neu? Naja, wir wollen die dynamisch hinzufügen. Und dynamisch bedeutet immer irgendwie Java. Ja, das heißt, wir werden heute ein Fragment in Java hinzufügen und nicht einfach hier über dieses Fragmentteilchen hier reinziehen in unsere Activity, sondern wie gesagt dynamisch. Was man damit dann alles machen kann, sehen wir im nächsten Video. Da kann man dann nämlich auch Fragmente ersetzen, live, also quasi während die App irgendwie ausgeführt wird, auf Knopfdruck oder sowas. Genau, das braucht ihr dann eben hier. Und wenn ihr irgendwas über Knopfdruck ersetzen wollt, dann müsst ihr ganz, ganz leider wirklich hier, also könnt ihr nicht einfach ein Fragment hier reinziehen, sondern ihr müsst tatsächlich über diesen Weg gehen, den wir heute machen. Super, ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet. Fangen wir hiermit an. Wenn ihr ein neues Fragment erstellt, haben wir alles schon gemacht, dann kommt ungefähr sowas bei raus. Ich habe jetzt hier einfach mal Hello Blank Fragment drin gelassen, beziehungsweise reingeschrieben. Und die Fragment.java-Datei, also Blank Fragment, leeres Fragment.java, sieht so aus, ist im Prinzip nichts Besonderes. Hier könnt ihr aber reinmachen, was ihr wollt, wie immer natürlich bei den Fragmenten. Klar. Okay, jetzt wichtig bei der Activity Main, also bei unserer Activity, nicht bei dem Fragment, da müsst ihr hier drüben ein Fragment Container auswählen. Ich habe versucht übrigens das Ganze ein bisschen größer zu machen, aber dann passt leider einfach nicht alles drauf. Android ist einfach so eine riesige Umgebung und ich hoffe, es passt trotzdem. Zieht es ganz einfach auf Vollbild, dann passt das, glaube ich, am besten. Okay, also hier ein Fragment Container reinschreiben, sieht dann so aus, indem ihr das Ganze einfach als Frame Layout hier definiert und hier einen Fragment Container reinschaltet. Passt eigentlich alles ganz gut. Ja, hier muss wie gesagt dieser Fragment Container rein. Achtung, der hat die ID Fragment-Container. So, und zu dem Blank Fragment, ja gut, das hat nicht wirklich irgendwas hier. Diese Textview, die brauchen wir eigentlich nicht, die sprechen wir nicht an. Okay, so, und jetzt gehen wir hier rüber in unsere Main Activity und wollen das Ding dynamisch einbinden. Also ihr seht, hier ist noch kein Fragment drin, hier ist einfach gar nichts drin aktuell. So, und jetzt gehen wir in unsere Main Activity, ich ziehe die mal hier rüber. Die beiden gehören zusammen und die beiden gehören zusammen. Also Fragment Blank ist die XML-Datei zu der Blank Fragment.java. Und Activity Main ist die XML zu der Main Activity, wie der Name eigentlich auch irgendwie schon andeuten möchte. Okay, fangen wir an. Wir prüfen als allererstes, ach halt, bevor wir irgendwas prüfen und hier coden, wir extenden hier von der Fragment Activity. Das brauchen wir leider, sonst geht da nicht wirklich irgendwas. Ansonsten keinerlei große Unterschiede, ihr seht es eigentlich schon. Was ich hier oben schon alles gemacht habe, das ist noch von meinen ganzen Experimenten. Ich habe probiert, Videos zum Laufen zu kriegen in Android und das ist absolut nicht einfach, das ist wirklich ein Riesenkomplex, weil die Video-View in Android nicht wirklich möchte. Okay, jetzt fangen wir aber richtig an. If, und jetzt fangen wir hier schon direkt mit der FindViewById an, FindViewById. Achso, genau, noch ganz kurz, unser Fragment-Container hat die ID Fragment-Container, habe ich glaube ich schon gesagt, ne? Okay. R.ID.FragmentContainer. So, wenn der folgendes ist, nämlich ungleich null, also er ist initialisiert, macht man einfach so als Sicherheitsbeweis sozusagen, wenn das Ganze gegeben ist, dann können wir hier weitermachen ohne Probleme. Noch eine kleine Abfrage, wenn wir irgendwie schon geladen haben, also wenn unsere Saved Instance State, if Saved Instance State ungleich null, also wenn wir irgendein Saved Instance haben, zum Beispiel wenn die Activity schon mal da war oder sowas, dann brauchen wir das Ganze nicht nochmal machen. Dann sind wir hier eigentlich schon fertig, deswegen sagen wir hier Return. Ist ja immerhin unsere OnCreate-Methode und wenn wir da irgendwas laden wollen von früher, dann brauchen wir das nicht alles machen, was wir jetzt machen. So, aber falls wir nichts laden können, dann erstellen wir uns ein neues Fragment, das nennen wir einfach mal Blank Fragment BF, ist gleich ein New Blank Fragment und wir brauchen hier auch nicht wirklich irgendwas übergeben. Jedenfalls nicht im Konstruktor, denn wir müssen natürlich irgendwie unsere Intents bzw. unsere Extras übergeben. Und die bekommen wir über bf.setArguments. Und das Bundle, das wir übergeben wollen, ist natürlich über getIntents. Das kennt ihr eigentlich auch schon alles. .getExtras. So. Okay, wenn wir die beiden Sachen haben, also erstmal ein neues Blank Fragment erstellt und dann diese Extras übergeben, dann hat unsere... Ja, falls ihr es irgendwann mal brauchen solltet, euer Blank Fragment, das hat aktuell keine Extras, die es irgendwie verarbeitet oder sowas. Aber falls ihr natürlich irgendwas damit machen wollt, dann passt das alles trotzdem. Okay, so und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist folgendes. Wir adden unser Fragment zu unserem Fragment Container. Das ist eigentlich auch schon die ganze Magie dahinter. Wir sagen hier einfach get support
Fragment Manager. Und das ist der Manager, den ihr hier haben wollt. Der managt sozusagen eure ganzen Fragmente und kann die natürlich auch dynamisch dann verändern. Begin Transaction Punkt Add. Und hier rein kommt jetzt erstmal die ID von eurem Fragment Container, also r.id, ups, .id.fragment Container, quasi da, wo es rein soll. Und dann kommt noch das Fragment rein, was ihr reinmachen wollt, also BF, euer Blank Fragment. Und jetzt ist das Ganze immer noch nicht ganz fertig, sondern ihr müsst noch ein Commit hinten dran hängen. Das Commit führt das Ganze überhaupt erstmal aus. Okay, langes Statement. Erstmal braucht ihr den Fragment Manager, der sozusagen alle Fragmente für euch erledigt. Dann sagt ihr, ich hätte gerne eine Transaktion, also ich möchte jetzt irgendwas machen. Dann sagt ihr, ich möchte ein Blank Fragment, nämlich genau dieses Blank Fragment, ich hätte den Namen anders wählen sollen, ich kann es nicht aussprechen, ich hätte genau dieses Blank Fragment hier drin in dem Fragment Container, das ich gerade erstellt habe. Und ja, wir haben ja nur den Fragment Container, kann natürlich auch ein anderer Fragment Container sein. Ihr wisst ja über Layouts und so weiter, da kann man mehrere von haben, also kombiniert die, wie ihr es gerade braucht. Und mit Commit sagt ihr, ich hätte das Ganze gerne ausgeführt. So fügt ihr dynamisch ein neues Fragment hinzu, also zur Laufzeit. Das heißt, ihr könnt es auch auf Knopfdruck machen. Denkt daran, das ist wahrscheinlich der Trick, den man hier braucht. Also in unserem Fall einfach nur das Ganze erstellen, ist es ein bisschen sinnfrei. Aber wenn ihr das Ganze auf Knopfdruck, jetzt habe ich es, macht, dann macht es durchaus Sinn. Und ja, nächstes Video, erstmal filmen wir es aus. Nächstes Video werden wir uns anschauen, wie wir diese Fragmente hier auch noch ersetzen können. Sprich, wir wollen zur Laufzeit ein anderes Fragment reinschreiben in unseren Fragment-Container, obwohl wir eins schon geladen haben. So, wir sehen hier Hello Blank Fragment. Das heißt, hier ist tatsächlich ein Blank Fragment, also das Blank Fragment hier, das wir erstellt haben. Das ist hier reingekommen. So sollte es natürlich auch sein und ich habe keine Ahnung, warum hier 2:08 ist. Ah doch, es ist sogar 2:08. Okay, super. Also dann war es das eigentlich auch schon wieder für heute. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.